Hallo Leute, ich bin's der Mongo von Kanal Mongo Medial und ich begrüße euch zu einem neuen Video von Leon Elektronik. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, ich weiß nicht so genau, ich bin mir nicht so sicher, was ich hier sehe. Ihr könnt's mir in die Kommentare erklären, ja. Aber es ist, ich weiß es nicht. Wir gucken jetzt mal rein und dann sagt ihr, ich weiß es nicht. Also wir fangen einfach mal an, nur zur groben Übersicht. Im Hintergrund, was rappelt, wenn ihr das hört, das ist die Kaffeemaschine, denn der Kaffee muss laufen. Ne? So, und es ist so, Leon hat jetzt für die Becky, ja, die Rebecca Wing, da hat er sich so Dinger gekauft, so Pop-Dinger irgendwie. Das scheinen so Spieldinger zu sein. Ihr werdet es gleich sehen. So aus Gummi, wie man so durchdrücken kann. Und dann gibt es so ein enthusiastische Plop-Ton. Und das finden wohl Leute gut. Ihr seht natürlich im Hintergrund jetzt schon in die Bild. Da stehen drei Bierflaschen und ein Maß. Ich gehe davon aus, dass die Bierflaschen, die im Hintergrund stehen, noch voll sind, weil obendrauf ist so ein leichter Schimmer. Kann ich das hier... Bitte? Hier, ihr seht das. Oben auf die Flasche ist noch so ein metallischer Schimmer und ich gehe davon aus, dass die jetzt auch noch reinläuft. Aber wir werden sehen, dass Leon offensichtlich noch nicht viel getrunken hat, denn er kommt ins Bild und man sieht, er ist auf jeden Fall noch nüchtern. Ja, das kann man hier an der Stelle schon sagen. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein ins Video. Das Originalvideo geht 13 Minuten 30. Mal gucken, ob wir das in einem Hubs schaffen oder nicht. Kommt drauf an, wie gut ich drauf bin und ob der Kaffee gut läuft. Echt ganz einen blöden Affen. So. Ja, Leute, was geht? Ja. Also, Leute, ganz wichtig an die Stelle, ne? Das ist ein Mongo-Tar. Ja, das ist ganz wichtig. Ein Mongo-Tar. Der Unterschied ist folgender. Ich möchte an die Stelle nicht... Also erstmal ist es keine blinde Reaction und ich sag so, haha, ist der blöd. Sondern ich möchte auch immer in meine Mongo-mediale Lebensschule zeigen, dass man auch anders auf die Sachen reagieren kann. Und naja, also es soll hier nicht darum gehen, jetzt Leute vorzuführen oder auszuladen. Das ist nicht der Mongo-mediale Weg, sondern der Mongo-mediale Weg ist auch ein bisschen fordern und fördern. Ohne jetzt hier Weißritter zu sein, auf gar keinen Fall. Ja, auf gar keinen Fall. Also ich würde für keinen von denen die Hand ins Feuer legen. So, also wir sehen auf jeden Fall die Wangen schon ordentlich am Glühen. Ja, am Glühen. Da ist die Zündkerze offensichtlich schon durchgeschlagen. Ich bin's wieder, euer Leon Elektronik von Becky nach links, nach rechts. Nein. Drehen wir mal nicht durch. Ich habe uns zwar eine Neuigkeit für euch. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen von Rebecca Wing. Nee. Und zwar, dass die Rebecca Wing so auf Puppets steht. Und ich habe mir auch Puppets angeschafft. Ich krieg den Lachen um. Ja, also Puppets heißen die Dinger. Und es ist ja so, wir haben es ja schon gesehen in dem Video mit Rebecca Wing. Oder für Rebecca Wing, wo er die Sachen nachkauft. Also es ist wirklich so, er kauft die nach. Ne? Das ist ja auch, das nennt man in der Paarungspsychologie, ja, nennt man das Spiegeln. Ja, und das ist auch richtig so. Ne? Also Leon an der Stelle, ja, an der Stelle, ganz wichtig, das ist, kommt immer gut an. Ja? Das sogenannte Spiegeln. Und auch dann Dinge nachmachen und kaufen und auch Dinge mögen, die Angebetete mag. Das ist eine gute Idee. Was du aber hier nicht gut machst, ist, dass du das in ein Video verpackst, weil das müsstest du eigentlich mit ihr zusammen bei einem Date machen. Also ich würde dir vorschlagen, schreib die Rebecca Wing mal an. Die hat ja verschiedene E-Mail-Kontakte oder
Nachrichten auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, da ist immer eine geschäftliche Adresse und dann musst du das offiziell machen, ja, die offiziell anschreiben und über ihr Management gehen und das wäre was, ne, und ansonsten mal unverbindlich mit der Kamera vorbeifahren, ich meine, sie muss ja irgendwann mal aus dem Haus kommen, mal einkaufen oder so, da kannst du sie ja mal ansprechen, ne? Also, deine Videos reichen alleine nicht. Du musst nach Hamburg fahren und dort in Aktion treten. Ne? Ja, ja. Hallo, was ist das für ein Kindergarten? Ja. Ernsthaft? Ah, Leon. Und zwar mit Sia. Ich habe mir gedacht, die Rebecca Wing, die hat ja auch so Videos gemacht von Poppets. Und ich mache jetzt auch eins. Und zwar habe ich jetzt hier den ersten. Ein Zweier-Poppet. Zweier-Poppet ist das. So, Becky, jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir das, lege ich das hier hin. Jetzt wichtig, ne? Also, wichtig ist, wenn man, ne, also um eine Frau wirbt an die Stelle, dann muss man, um bei die Frau zu landen, auch immer honorös und großzügig sein. Das heißt, also, wenn Leon jetzt hier nur mit diesem jämmerlichen Zweier-Poppet ankommen würde, dann würde die Rebecca sagen, also ich habe einen Achter-Poppet. Aber der Leon wird noch eine Schippe drauflegen, Leute. Keine Angst, er hat nicht nur den Zweier-Poppet. Jetzt pass auf, jetzt lassen wir das hier mal schmieden, komm. So, eins, zwei, drei. Guck mal hier, ha? Da ist der Poppet, ne? Auf dem Bett, ne? Der Poppet. Okay, jetzt geht's los. Euch das an. Und los. Ja. Ja. Oha, das hört sich so cute an. Ja. Ich glaube an die Stelle, also zwei Dinge erstmal. Ihr guckt euch mal im Hintergrund die Galerie an von Deo. Was ihr jetzt nicht seht, was ich euch aber jetzt sichtbar mache, das geht noch weiter. Ja, das geht noch weiter. Also da, ja, also entweder muss er seine ganzen Sachen, die er hat in der Wohnung, kann er jetzt zum Beispiel nicht irgendwo bei den Eltern irgendwie in den Schrank räumen, sondern er muss das bei sich im Zimmer lagern und er kauft dann halt ein bisschen was auf Vorrat, weil das dann halt günstiger ist. Das ist natürlich klar. Und das ist natürlich auch der Duft des Mannes. Ne? Balea sensitiv. Ne? So riechen Männer. Ne? Die sind sensitiv. So, aber jetzt wissen wir auch, was ein Poppet ist. Also ihr habt es vielleicht schon gewusst. Ich wusste es natürlich nicht, weil so, ich bin nicht so ein Trendtyp. Ja? Sieht man ja an meiner Outfit. Ich setze Trends, ja, aber ich bin kein Trendtyp. Und das sind wohl sowas wie Fidget Spinner. Die hat man dann so am Schlüsselbund. Und wenn einem irgendwie, wenn man nervös ist oder so, oder wenn man einfach Bock hat, da so ein bisschen rumzuspielen, dann macht man so pop, 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 pop. Ne? Ähnlich wie hier die Knisterfolie, nur halt mit noch einem knackigen Sound am Ende. So, und jetzt ist das Zweite, was mir auffällt. Also das Erste war ja hier diese Galerie von Deo. Ne? Er ist ein sehr frischer Typ. Ich glaube, dass er auch mehr Deo benutzt als duscht, aber das ist wieder eine andere Sache. Hashtag Haare. So, das Zweite, was mir auffällt, ich glaube, dass er, was ja auch richtig ist, um die Dame gefügig zu machen, dass er sie nicht nur in die Video, was er so gezeigt, spiegelt, sondern dass er auch diese infantile Art nachspielt. Also wie so ein Papagei, weil die Rebecca Wing ja auch in die Videos immer so, hi Leute, ey, was ich euch heute zeige, ist total crazy und so, ja. Und das macht er jetzt auch ein bisschen nach. Hört man drauf auf die Stimme und ich glaube, dass, wenn Rebecca Wing das sehen würde, hat sie ja leider nicht gesehen, aber wenn die das sehen würde, würde sie sagen, ey, der ist ja wie ich, das ist ja vielleicht ein Crush. Ja? Wieder hochdrücken. Ja, hochdrücken, ja, geil. Und jetzt, auf geht's. Ja, mit diesen Dingern kann man aber auch ein ganzes Video füllen. Mehr muss man gar nicht machen. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, hier sind so Pfötchen drauf. Ja.
Aha. Oha, da sind Pfötchen drauf. Siehst du? Die erinnern mich an Fluffy hier irgendwie. Siehst du? Das kriegt die Becky auf jeden Fall von mir geschenkt. Sehr gut, da wird sie sich freuen. Ja, gonorös, ja. Ein Gönner. Da sitzt die Mark nicht im Geldbeutel, sondern geht für die Angebetete raus. Ich glaube, sie würde es eher freuen, wenn du irgendwelche Subdonations machst oder so, ne? Immer so eine Spende raushauen, ne? Im Stream, ne? So vorgelesen. Hallo, Becky, hier ist Leon. Viel Spaß mit deinen 5 Euro. ja, aber das ist das, was ich meine, ne? Das müsst ihr auch tun, weil ich denke mal, viele von euch sind ja wie ich nach über 30 Jahren immer noch Jungfrau. Und ich kann euch nur sagen, das ist auf jeden Fall das, wo auf jeden Fall die Frauen mögen, ne? Wenn man dann so fluffy, oho, da sind so Pfötchen drauf. So. Also genauso wie die Frau muss die reden, ne? also wie die überzeichnete Frau. Denn diese Frauen, die wie die Rebecca winken, die Videos, das sind ja keine echten Frauen, das sind ja komplette Bekloppte. Ne? Auf jeden Fall, dazu muss ich Becky einfach nur mal rühren, dann kriegt ich sowas. Melde dich. Das ist Poppet Nummer 1. Bitte melde dich. So, aber das ist nicht alles. Guckt euch das Bier an. Hey, da steht's. Oh, jetzt nochmal. Nochmal. Hausvereinzigen Bögen. So, dann habe ich das nächste Poppet und zwar. Noch ein Poppet. Das nächste Poppet und zwar. Tada! Oh. Among Us! Was ist das? Guck mal. Ein Among Us. Among Us. Amongo. Das ist ein Among Us. Guck ne? mal. Ein Poppet Among Us. Amongo. Habe ich mir jetzt mal besorgt. Und zwar, den werden wir jetzt auch mal austesten. Wir legen den jetzt mal hier hin. Komm, wir testen den jetzt mal aus. Jetzt bin ich neugierig. Was ist denn da? Katze. Bitte gehen Sie. Katze. Also. Guckt euch das an. Ist das nicht geil? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Leute sowas cool finden, weil es ist, man kennt es doch von Schlüsseln. Aber das. Ach, jetzt drehen wir den um. Und jetzt geht's. Jetzt kommt die Action. Und was ist was hier? Was zum Teufel ist das? Hört euch das an, wie der redet. Hier, was ist denn das? Aber das stelle ich mich die Frage. Moment, ich mache kurz Pause. Ich suche jetzt was raus gerade für euch. Ach, jetzt drehen wir den um. Was zur Teufel ist das? Das frage ich mich auch an die Stelle. Ich werde es für euch nochmal so ein bisschen besser machen. Das ist hier mit dem Rahmen natürlich super, aber man sieht nicht immer alles. In der Regel muss man beim Leon nicht so viel sehen, weil er ja bildfüllend ist. Hier liegen, guckt euch das mal an, 2, 4, 6, 8. Das sind 8 Bierdeckel auf einem Bett. Die werden doch sicher nicht da gelegen haben. Oder? Also über Nacht, wenn er jetzt zum Beispiel nachts geschlafen hat, da liegen doch nicht 8 Bierdeckel da. Die sind doch neu. 8 Bierdeckel. Das sind 4 Liter. Hat er die jetzt gezischt? Weil, wenn ich mir die Moderation anhöre, könnte es so sein. Was ist das? Nee, Leute, also bitte. Guckt euch das an. Hä? Geil. So, haben wir gesehen. Ich will da doch nicht 2 Teile draus machen. Das ist ja so schwierig. Ich gehe jetzt nochmal ein Stück vor. Ich weiß, wir werden jetzt die Highlights vergessen. Ah, hier kommt jetzt der nächste Highlight. Pass auf, Leute. Jetzt kommt hier der nächste Highlight. Also die Highlights überschlagen sich. Okay. Muss mir das Bild wieder schmucken. Ah, Leute. So, jetzt muss ich mal parallel noch was raussuchen. Ich lasse mal kurz laufen. Ich weiß, ich habe schon gehört, hier in die Kommentare, hat einer geschrieben, ich soll nicht so oft Stopp machen. Ich soll nicht so oft Stopp machen und reden. Das ist das Wichtige an die Stelle. Es geht hier nicht um Leon Elektronik alleine. Ja, das ist ein Mongotar. Hier geht es um mich. Wie ich rede, ne? Und der Leon, der soll zuhören und was lernen, ne? Naja, so ein bisschen jedenfalls, ne? Also, aber ich guck schon mal, dass ich nicht so lang immer wieder Stopp drück, aber ja. Ist ein Ventilator oder was?
gefallen. Oh, ein Geräusch hat ihn beunruhigt gerade. Ein Geräusch. Aber wichtig ist, es hat ein Zweier, ein Dreier und einen Regenbogen. Dafür hat er richtig Geld hingelegt, kann ich mir vorstellen. Was war das? Was ist da los? Komisch, dass ein Geräusch war. Auf jeden Fall, das sieht aus wie ein Ventilator oder wie so ein Fidget-Spinner. Das sind auch Puppets. Das ist auch so ein Fidget-Spinner. Na, die nehmen die zeige ich euch auch mal. Ja. Eine richtige Fidget-Spinner. So gut. So, spulen wir vor. Das Poppen haben wir jetzt schon gehört. Guckt euch das an. Ja, so mit einer Hand. Ja. Also man muss diese aber man Dinge sieht hier drüben vielleicht nochmal was. Das sind auch Puppets. Ja. Komm. Geil. So cute. So cute. Der redet genau wie sie. Ja, ist klar. Also das ist wichtig für euch. Ne, so. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ja. Aber darum geht's halt. Es geht darum, wenn er jetzt wieder mal rüberschwenkt. Ja, hört sich gut an. Ja, hört sich gut an. Also ich kann mir echt vorstellen, da steht die Mars. Der hat den schon nur rein. Ja, so funktionieren die nicht. Und da liegen 8. Also man muss diese Dinger hier schon halten. Also diese Dinger müsst ihr echt in der Hand halten. Von mir. Muss ja. Ja, das ist das, das ist der größte. Das ist der größte. Puppet. Jetzt ist das Beste. Letztes Puppet. Und zwar das hier. Oh! Ein Herzchen. Wie geil ist das denn? Also wenn da die Rebecca nicht sofort dieses Herzchen, das weiß ich auch nicht. Dieses Herzchen macht sich eigentlich richtig gut, ne? Für mein Herzchen Bing. Für meine Bing. Bingi, guck dir das mal an. Guck dir mal. Du bist mein Herz. Guck doch mal, Bingi. So. Ja? Jetzt probieren wir das ja mal aus. So. Och, guck doch mal hier. So. Und jetzt nochmal an die Stelle. Machen wir nochmal Stopp. es geht nämlich darum, ne, eben kam das Thema Among Us, ne, Amongo, ne, und da kann ich euch das hier zeigen. Deswegen war ich gerade ein bisschen abgelenkt von dieser fantastischen Popping-Action. Und das wurde mir auch mal gemacht hier. Von Quassel war das damals, ne, auf Twitter. Grüße gehen raus, ne, also Among Us auch hier in die Video. Ne. Ich weiß, heute ist nicht so, also dieses Video ist echt verstörend. So. Ihr tippt drauf, guckt euch an. Ja, toll. Die Teile haben das Wichtige ist, in so einem Video, mit die nackte Füße, ne, weil Fuß kommt immer gut an, ist, dass man das auch alles immer dann durchpoppt. Ne? Also, dass man halt wirklich da minutenlang da drauf drückt. Ha, das ist voll cool. Ja. Also, dieses Herz kriegt auf jeden Fall die Rebecca Wing, weil sie so süß ist. Okay. Für die Becky organisiert. Hier läuft es kalt. Ja, tolles Teil. Also Becky, wenn du die Teile haben willst, die schenke ich dir. Ich brauche sie nicht. Also du kannst die gerne haben. Das ist ein Geschenk von mir. Also die sind auch neu. Schenke ich dir. Die sind neu. Das hat man am Popgeräusch gehört. Und es ist auch wirklich so, die Rebecca Wing, die mit ihren, ich glaube, über 2 Millionen Abonnenten, die hat in diesem Moment direkt den ihren Betreuer, hätte ich fast gesagt, ihren Manager angerufen und gesagt, hier melde ich mich beim Leon Elektronik. Der hat mir da so Puppets. Hat er für mich, ne? Und ich will, Leute, das ist halt das Geile. Ich wette mit euch, die Frau, die hat da wahrscheinlich so eine Produktplatzierung oder eine Werbepartnerschaft mit Puppets gemacht. Die kriegt die umsonst. Die ruft da an und sagt, ich brauche 500 Puppets. Da sagen die, wir schicken sie sofort los. Die sagen nur, welche Farbe. Ja? Und der Leon kauft dafür seine mickrigen Kröten da. Kauft er sich diese Sachen und sagt, hier Rebecca, hol die mal, kannst du gerne haben. Ne? Er versucht halt Kontakt aufzubauen. Das geht nicht über die Videos. Ne? So. So, Freunde, jetzt wird's lustig. Und zwar, jetzt kommt der nächste. Ja, Leute.
jetzt weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, was kommt. Der Kaffee ist durchgelaufen, aber jetzt wird's lustig. Ihr könnt euch schon freuen auf einen Teil 2. Da wird's richtig lustig. Leon hat jetzt Folgendes gemacht in die Video. Er hat auf jeden Fall das Fischernetz schon mal ausgebreitet und den Köder reingelegt. Nein, nicht er ist der Köder, sondern die Poppits. Ne? So, und jetzt wird er die Rebecca reinholen. So, also, es wird ein 2-2-2 geben und wenn es kein 2-2 gibt, weil der Rest, der danach kommt, so scheiße ist, dann werde ich in eins andere Video sagen, das ist der Teil 2 von der fehlende Teil 1, weil der Teil 2 vom Teil 1 Video einfach so scheiße war. So, wir sehen uns in die nächste Video und ich sag, let's go, lieben Freunde. Ich war der Mongo von Kanal Mongo Medial und ich habe jetzt einfach auch so eine richtige Kaffeedurst, ja, und ciao. Hallo lieben Leute von Kanal Mongo Medial, ich bin der Mongo und ich präsentiere euch heute den Teil 2 von die große Poppits Challenge mit Leon Elektronik. So, und wir haben jetzt in Teil 1 schon gesehen, wie Leon Elektronik für seine angebetete Dame Rebecca Wien Poppits präsentiert. Und zwar sehr. Ne? Und er hat verschiedene, also Poppits sind so Plastikteile, die man so durchdrücken kann, ähnlich wie so eine Knisterfolie, die kennt ihr ja, so diese Luftpolsterfolie, wo man dann so plopp macht und da kann man halt jetzt häufiger poppen, ne? Kann man poppen, ja, und Leon versucht natürlich auch mit dem Video auch zu poppen, ne? So, wichtig an die Stelle, wir haben im Teil 1 schon gesehen, dass da eine fette Maß steht, dass 3 Bierflaschen dahinter stehen und auf dem Bett liegen 8 Kronkorken. Also, wenn ihr der Meinung seid, er verhält sich ein bisschen sonderbar, kann das nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist die Hopfigkeit, das ist die Gemütlichkeit im Leben. So. Und hier an die Stelle zum ersten Mal, ich weiß jetzt nicht mehr, was hier hinter kam, was nach den Poppits kam. Dementsprechend ist das eine sogenannte Reaktion in diesem Fall, weil ich es echt nicht mehr weiß. Was weiß ich nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Na gut, gucken wir mal hier. Ich drücke mal auf Play. Wir haben hier ungefähr noch einige Minuten in die Video. Da ist noch genug Material für Leonel Running. Das nächste Teil und damit auch schon das letzte in meiner Sammlung. Und zwar hier, so ein Viereck. Die Farben sind so schön. So blau, weiß, pink. Das ist ja voll Becky-Farbe, oder? Das ist voll die Rebecca Wing-Farbe, oder? Schon cool. Komm, die testen wir jetzt auch mal aus hier. Okay, an die Stelle. Also, jetzt hat er. Also, er hat jetzt mittlerweile ein Zweier-Poppit, ein Dreier-Poppit, ein Among Us-Poppit, ein Herz-Poppit und jetzt hier das rechteckige Ding. Und die will er alle Rebecca schenken. Da wird sie sich sicher freuen, ja, die wahrscheinlich eine Poppits-Werbepartnerschaft hat und davon einfach 100.000 Stück bekommen würde, wenn sie wollte. Aber in Wirklichkeit hat sie die gar nicht, die macht das nur fürs Fernsehen und für die Werbung. Aber was ich bedenklich finde an die Stelle, und das ist jetzt wirklich auch jetzt Achtung, ne? Achtung, ne? Keine Satire. Da sitzt dieser Mensch mit vermutlich 4 Liter Bier im Kopf. Daheim. In seiner blau-orangenen Bude. Und präsentiert Poppits für eine Frau, die wo im Internet Videos macht. Und stellt dieses Video auf seinen Kanal. Vielleicht, also,
ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite will ich lachen, natürlich an die Stelle. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht den Märtyrer für royale Gerechtigkeit in transparente Internet mit multikultureller Aneignung spielen, sondern ich sag nur, ich will es nur mal so in die Raum stellen. Er sitzt da, hackdicht, nimmt die Videos auf, stellt die rein. Finde ich an einer Seite gut, auf die andere Seite würde ich sagen, ne? Also ich glaube, nüchtern hat er auch schon mal was ganz Gutes hingekriegt. Und zwar, das wollen wir mal sehen hier, ob dieses Zeug hier wirklich beruhigt. Was ist das? Das kriegt er nicht mal richtig rein mit meinen Wurstfingern. An die Stelle nochmal, ich wurde ja in die Kommentare gerückt, ich soll nicht so oft Pause machen. Jetzt mache ich Pause, um euch zu erklären, dass ich nicht so oft Pause machen soll. Und dementsprechend lasse ich das jetzt auch für euch durchlaufen. Ganz wichtig, denn was der Kommentator auch richtig verstanden hat, was ich nicht richtig gesehen habe, ist, dass das wahnsinnig spannend ist, was hier die meiste Zeit passiert. Und mein Kommentar ist eigentlich nur störend. Dementsprechend lasse ich das jetzt einfach mal für euch durchlaufen. Das kann jetzt bis morgen früh dauern, bis ich die Dinge hier unten habe mit meinen Wurstfingern. Das Ding will gar nicht runter. Was ist das? Hier wird unten. Na, so, jetzt haben wir sie hier und jetzt geht's los. Ja, so, jetzt die ganze Sammlung hierher. So, das ist... War das nicht hochspannend? Also ich muss sagen, mein Kommentar an die Stelle hätte auch wirklich nichts dazu gegeben. Ich meine, die Inhalte des Videos sprechen für sich. Ne? Und hier ist jetzt diese Galerie des Grauens. Diese Sachen hat er alle gekauft. Für den Schlüsselanhänger, für die Handtasche, für die Hosentasche, für die Handschuhfach und so weiter und so fort. Ja. Und diese Dinge, das möchte er jetzt der Vicky schenken, aber sie soll sich bei ihm natürlich melden. Ne? Also Vicky, an die Stelle, falls du dich bis heute noch nicht gemeldet hast, ich bin der Mongo, du weißt, ne? Du kennst mich, weil die Vicky guckt nämlich meine Videos im Gegensatz zu die von die Leon. Vicky, melde dich bei Leon, er hat die noch daheim rumfliegen und die sind noch neu. Ja, die sind noch neu. Ne? Machst du einen kurzen Anruf, ne? Und dann schickt der Leon dir die, bringt er die dir bringt sie dir vorbei und noch bietest ihm dann einen Kaffee an oder einen Cappuccino und dann unterhaltet ihr euch über die Kerwa und der Leon erzählt dir von der Schlager und sagt dann auch hier, die Hoffmann-Schwestern und so und dann sagt die dann auch, ach hier, die Hoffmann-Schwestern und dann sagt der Leon, ja, die Hoffmann-Schwestern dann sagt der Leon am Schluss so, ja, Becky, ne? Mach mal deine Videos, du bist so herzlich und mach einfach mal weiter. Und dann sagt die Becky, ja, dann machen wir weiter. Und dann sagt er so, ja, ich kenne ja auch, wie gesagt, er kennt ja die Hoffmann-Schwestern. Also kennt ihr die Hoffmann-Schwestern? Die Hoffmann-Schwestern, das sind diese Schlager-Mädels, die immer also von denen hat er viele Poster. Also er hat ja diesen Altar für Becky Wing, aber er hat ja auch diese Hoffmann-Schwestern. Das hier sind die Hoffmann-Schwestern und ihr seht schon, ne, das sind einfach Schlagerstars. Dieses leckere Bild wurde geschossen von dem Mann aus Kot. Ne? Grüße gehen raus. Und das sind hier die Hoffmann-Schwestern. Ich denke, dieses Poster wird auch bald bei Leon Elektronik in die Wohnung hängen. Ne? Gut. So, zurück zu die Video. Also, wir müssen uns das mal vorstellen. Er hat jetzt seine gesamte Poppit-Geschichte präsentiert und jetzt geht das Video immer noch 4 Minuten 30. Also, ich weiß nicht, was da kommt.
Das ist jetzt die ganze Sammlung meiner Pop-Hits. Ja. Und zwar diese Pop-Hits, und zwar die Rebecca Wings steht ja da drauf. Und zwar deswegen das alles, was jetzt hier ist, das schenke ich der Becky. Und zwar, Das hat die verdient und hier. Leute, ich bin so blöd. Das ist aber auch, weil mein Studium, ja, das ist schon so lange, also ich habe noch nie studiert. Es ist ja so, wenn man studiert oder wenn man so einen Vortrag macht, ist ja auch egal, ne? Wenn man irgendwo einen Vortrag macht, wo was gelehrt wird, ist es so, man macht irgendwie so 2 Stunden Vortrag und am Ende macht man nochmal so eine Kurzzusammenfassung, was man in den letzten 2 Stunden gehört hat. Das ist jetzt auch das, was Leon macht. Ja, das Video geht 13 Minuten 30 und er macht am Ende 4 Minuten nochmal ein Recap der besten Momente aus den vorhergegangenen 8 Minuten ungefähr. Also er braucht 4 Minuten und jetzt zeigt er sie uns wahrscheinlich alle nochmal. Jetzt kommt die Parade, ähnlich wie im englischen Königshaus, werden jetzt hier diese Pop-Its nochmal an der Kamera vorbeigetragen. Also wir gucken rein. Weil ich sie mag. Ein ja, Herz. Das glaube ich. So. Ich glaube, der macht. Hoffentlich komme ich damit an mein Frauchen. So. Nee, Spaß beiseite. Das gebe ich der Becky. Leon? Das war, glaube ich, das war der Gedanke, der gesamte Gedanke, der hinter diesem Video und vor diesen 4 Maß stand. Vielleicht komme ich damit an Rebecca. Und ich freue mich darauf, und zwar der Becky das zu geben. Deswegen, Becky, melde dich, wenn du das haben willst. Dann schicke ich dir das per Post zu. Ja, Leute, und in diesem Sinne, und zwar möchte ich mich schon wieder von euch verabschieden. Und zwar, Das war's. Und zwar, ich habe euch jetzt meine Pop-Its mal vorgestellt hier, und die ich hier zur Hand habe. Ihr merkt es. Jetzt fasst er echt nochmal alles zusammen, weil es war ja auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch, wenn man es nur einmal sieht, ist es schwer, Schritt zu halten. Ja? Und diese Pop-Its, und zwar die gebe ich an die Rebecca Wing ab, denn die Rebecca Wing kann ja diese Dinger immer gut gebrauchen, die liebt sowas, und zwar, ich kann damit gar nichts anfangen, und zwar, mich berührt das überhaupt nicht, und zwar, mich machen diese Dinger nur narrisch, deswegen... Nochmal hier, ein Among Us, ein Herz. Ja, das Herz. Und das Dreieck? Und hier ein Viereck. Ja, das Viereck hast du schon. Ein Dreieck, ein Fitgerstimmer. Und hier noch so ein Ding mit 100 Pfötchen drauf. Und Achtung, Leute, das ist schon geil, ne? Das möchte ich nochmal sehen, weil das einfach, es ist einfach geil. Und zwar möchte ich mich schon wieder von euch verabschieden. Und zwar, das war's. Und zwar, und diese Pop-Its, und zwar, die gebe ich die. So, ich kann damit gar nichts anfangen. Deswegen so, also nochmal jetzt. Welcher hat er denn gehabt? Den Among Us. Hat er gehabt, den Amongo? Aha. Ein Herz. Das Herz, ja. Und hier ein Viereck. Viereck. Ein Dreieck. Und jetzt 2 Achtung. Und hier noch so ein Ding mit Hundepfötchen drauf. Super. Und zwar, danke. Ja. In diesem Sinne, und zwar halte ich das hier jetzt so hin, die Kamera, und sage, Becky, wenn du diese Dinge haben willst, schreib mir eine E-Mail mit deiner Adresse und dann schicke ich dir die Dinger zu. Du kannst die viel nötiger brauchen. Ich verlange dafür auch nichts, die schenke ich dir. Und zwar, die kriegst du kostenlos und... Ja, das glaube ich aber auch, dass ich die kostenlos kriege. Ja, weil du mein Herzblatt bist. I love you, Becky. Und dieses Herz... Leute, also an die Stelle, ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Aber... Es gab ja mal vor etlichen Jahren, zu VHS-Zeiten, gab es ja noch diesen, weiß ich nicht, Uruguay, jedenfalls diesen Südamerikaner, der wo in Amerika gewohnt hat und dort als Insektenvernichter gearbeitet hat, bei seinem Bruder in die Firma. Und der hat ja so eine Psychose entwickelt über Fernsehen wegen die Sängerin Björk. Ne, oder wie die heißt, ne? Björk. Und der ist in die Geschichte eingegangen, ich glaube, der heißt Rodriguez. Der ist in die Geschichte eingegangen dadurch, dass er halt sich gefilmt hat. Da sind Stunden über Stunden Material, wie er sich in die Psychose reinwichst. Ne? Und dann
am Ende eine Pistole kauft und eine Säurebombe bastelt, ja, die dann aber zum Glück nicht explodiert. Also die ist abgefangen worden noch. Ne? Also die haben es rechtzeitig noch geschafft, diese abzufangen, sonst hätte die funktioniert, glaube ich. Ne? Und er hat sich dann natürlich auch auf Video dann die Rübe weggeblasen. Und irgendwie habe ich immer Angst, wenn Leute so, ja, unerreichbare Ziele haben, wie er jetzt hier, ja, diese Frau, ja, dass das irgendwann umschlägt, ne? Also das ist, ja, aber ich glaube, Leon wird das nicht machen. Leon ist ja ein guter Mensch, ja, der geht ja auf die Kerwa und da wird er schon irgendwann sein Herzblatt finden, ne? Ist auch hier drin. Und dann zweimal dieses Herz macht, wenn du, Becky, und zweimal gewählt bist und zweimal Ja zu sagen bei mir. Und zweimal macht das sag Herz und zweimal ein. Einfach du zu mir. Bitte, bitte sag du zu mir. Sag doch einfach du zu mir. Dann sag ich du zu dir. Hui. Luftsprung. Und dann fährt das Herz Achterbahn, fährt das Herz über Kopf. Hoffentlich klappt das und so. In diesem Sinne, Leute. Ja. In diesem Sinne, wir sind bei 11:30, das geht bis 13:30. Er wird sich jetzt noch 2 Minuten komplett, also Leute, da kann ich auch nicht, also ich versuche ja immer positiv, aber da kann ich echt nicht, der wird sich jetzt 2 Minuten noch komplett zum Eimer machen, ich lasse durchlaufen. Becky, wenn du das haben willst, melde dich bei mir. Ja, du kannst alles haben, was ich jetzt vorgestellt habe, alles. Und zwar, ja, wir Among Us. Among Us. So ein Unfug. Ja, so ein Unfug. Ja. Auf jeden Fall, mit diesem Unfug kann ich jetzt anfangen. Zweierbombe. Und nochmal, komm für die Becky. Das ist doch nicht sein Ernst. Ich hab mich jetzt erinnere ich mich wieder. Das habe ich auch gesehen. Dann. Und in diesem Sinne. Da habe ich ja gesagt, Leute, das ist so krass. Das ist alles so belanglos, war sofort vergessen. Ich habe mehr oder weniger gelogen. Ich habe mich selbst belogen. Ich hatte nur diesen Mittelteil vergessen. Aber die Milchschütteln hier für den Kaffee. Ich hatte nur den Mittelteil vergessen. Das am Ende habe ich gesehen, der spricht mit dieser Person, diese Rebecca Wing, ist, weiß ich nicht, ist die, weiß ich nicht, paar 20 oder so, steht im Leben, ne, ist erfolgreich, macht einen YouTube-Kanal und dann macht er so ja, wie so, also Leute, da habe ich gesagt, das muss ich zeigen. Mich wieder. Und Becky, diese ganzen Dinger sind für dich, ja. Und zwar die schicke ich der Rebecca Wing zu, wenn sie es haben möchte. Und falls sie mir ihre Adresse nicht gibt, dann fahre ich nach Hamburg und versuche sie irgendwo zu finden. Das finde ich gut. Und dann kriegt sie den Among Us, das Herzchen, dann das Viereck und diese 2 Dinger hier. Und zwar Poppets und zwar, dann kann sie ein bisschen rumspielen. Und zwar kann davon sogar selber noch ein Video machen und sich dafür bedanken. Leon, die könnt ihr auch mal mit deinem Poppet spielen, oder? Der Leon Elektronik ihr das geschenkt hat. Und... Und zwar, und wenn das jetzt nicht hilft, und zwar an dieses Mädchen zu kommen, dann weiß ich auch nicht mehr. In diesem Sinne, bleibt alle anständig, bleibt gesund und liebe Grüße an Becky. Melde dich, dann kriegst du das Zeug. Aber nicht, ich such dich. Ich fahre sofort Hamburg, ich such dich. Ich fahre Hamburg. Kannst du drauf wenden. Die Uhr tickt. Bis dann und bye. Ich weiß schon, was aufs Cover kommt. Komm, wir schmeißen das Zeug nochmal durch die Gegend. Hui! Hui. Da ist die. Das sind ja die Hoffmann-Schwestern. Hier, guck mal an. Poppet! Für Becky! Yay! Da am Schluss nochmal so einen Schritt gefilmt, oder was? Echt, das ist ein blöden Affen. Leute. Also das war... Die Poppet-Challenge mit Mongo Medial und Leon Elektronik. Ich bin jetzt einfach mental erschöpft. aber ich werde es wahrscheinlich gleich nochmal gucken, weil ich weiß gar nicht mehr, was er jetzt, also welche Poppets er hat und welche er jetzt der Rebecca schenken will.
Ja, Leute, an die Stelle, es tut mir leid. Ja, guck mal, Rebecca Among Us. Jo. Gut, ich zeige euch nochmal die Hoffmann-Schwestern und wir sehen uns dann in die nächste Video. Ich sag, let's go zum Ende von die Video. Und ja, ich war euer Mongo von Kanal Mongo Medial. Ciao.